40 geheime Brawler-Mythen, die dir noch nie in Brawl Stars aufgefallen sind. Nachthexer Mortis ist inspiriert von der Nachthexe aus Clash Royale. Hier ist wieder euer allseits geliebter Kater Ali. Die Nachthexe gibt es tatsächlich auch in Clash of Clans. Der Magier Barley-Skin ist inspiriert von dem Magier aus Clash Royale. Auch hier gibt es den Magier auch in Clash of Clans. Der Schweinereiter Karl-Skin ist inspiriert von dem Schweinereiter aus Clash of Clans. Oder Clash Royale. Der Barbarenkönig Bull, den wir sogar mal kostenlos bekommen haben, zur 10-jährigen Feier von Supercell, ist inspiriert von dem Barbarenkönig aus Clash of Clans. Ebenfalls hat der Barbarenkönig Bull ein SC-Logo an der Seite von seinem Schwert, das kann entweder für Supercell stehen oder für Starpark Corporation. Der Kampfholz-Weihnachten-Spike-Skin ist inspiriert von dem Kampfholz aus Clash Royale. Oder, jetzt haltet euch fest, aus Clash of Clans. Dieses Kampfholz sieht man in einer Animation als Weihnachtsbaum. Sehr schön geschmückt. Findet ihr nicht? Ihr seht hier oben rechts an der Seite der Map tatsächlich ein kleines Wohnhaus und vor diesem Wohnhaus liegen tatsächlich sehr, sehr viele Spraydosen. Wenn ihr euch noch an diese Brawl Stars Animation von 2019 Halloween erinnern könnt, wisst ihr, dass Ems aus dieser Umgebung hier kommt und dass das höchstwahrscheinlich ihr Wohnhaus ist. Edgar ist Bad Randoms Fan. So, jetzt müssen wir mal ganz genau aufpassen, was passiert, wenn er schlägt, denn wenn er schlägt, dann fliegt Müll durch die Gegend. Der Prinzessinnen Shelly Skin schießt bei der Ulti fliegende Frösche aus ihrer Waffe. Schaut mal hin. Zack. Und da sind die Frösche noch am Ende und quaken herum. Die pinke Piper hat Füße und auch Liebesbotin Piper und auch Calavera Piper und auch Choco Piper. Aber wenn man die normale Piper dreht, hat die einfach keine Füße. Hä? WTF? Ist euch mal aufgefallen, dass Dynamikes Rucksack fast so groß ist wie Dynamike selber, beziehungsweise sogar größer ist, und habt euch schon mal gefragt, wie es möglich sein kann, dass er bei so einer Proportion diesen Rucksack überhaupt tragen kann? Der muss doch so nach hinten umfallen, der Typ. Bei dem Choco Piper Skin ist hier an der Seite ein Verschluss, aber hier ist nur ein Knopf zum Zumachen, kein zweiter. Wo ist der? Der Pflanzenkopf von Rosas Pflanze, den ihr hier seht, der so freundlich guckt, der hängt bei Zuckerfreak Sandy an der Seite am Gürtel dran. Hexe Shelly zaubert ihre Waffe einfach aus ihren Händen hervor. LOL? WTF. Superfan Ems hat als Ohrring einfach mal Karls Spitzhacke, wohingegen Zombibi ein Schwert als Ohrring hat. Die Nase von Serenadensänger Poco ist einfach mal ein Herz, was über Kopf ist. Wenn Leonard Karl seine Augen zumacht, dann seht ihr, wird sein Auge einfach zu so einem Pfeil. Lolas Wolf hat einfach mal Juwelen als Augen. Wir sehen, dass Lola einen richtigen Diamanten als Halskette hat, der auch richtig hervorsteht. Aber Rebellin Lola hat einen Fake-Diamanten, der nur aufgemalt ist, damit das Ganze wie ein echter Diamant aussieht, wenn man von vorne drauf guckt. Ebenfalls ist der Wolf von Rebellin Lola irgendwie so ein kleines Raumschiff, was auch hinten solche Düsenantriebe hat. Search Kong hat einen Blitz auf seinem Rücken. Captain Crow hat insgesamt 4 X'e auf sich drauf, ein X auf seiner Nase, 2 X'e auf seinen Händen und ein X auf dem Hinterkopf. Schaut euch mal Squeakbuster Gale an, da sind auch sehr, sehr viele Details zu finden. Und zwar jagt er das Gespenst Squeak, der ja auch ein Skin ist, und deswegen hat er zweimal ein Symbol auf sich drauf, wo das Gespenst Squeak durchgestrichen ist. Einmal hier vorne auf seiner Waffe und auf seiner Cap auch nochmal. Und wenn man nochmal genauer guckt, sieht man auf Gale Busters Waffe tatsächlich ein Ortungsgerät, wo man jederzeit sehen kann, wo der Squeak-Geist-Skin ist. Hühnchen Rico hat einfach ein Huhn als Waffe und man erkennt auch das Auge auf der Seite der Waffe. Auf der Rückseite von Schlittenfahrer Griff steht Merry Dollar Mass, also fröhliche Dollar-Weihnachten oder so. Und ebenfalls steht auf der Rückseite von seinem Schlitten GG, also Good Game, auf Deutsch gutes Spiel, wobei das zweite G irgendwie spiegelverkehrt ist. Der Kampfholz-Weihnachten-Spike-Skin hat insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Weihnachtskugeln an sich. Und einen Stern obendrauf. Ho-Ho-Bo hat als Kopf einfach mal ein Rentier mit einer roten Nase. Ist das vielleicht Rudolf mit der roten Nase, den er hier auf dem Kopf hat? Der El Corazon Valentinstagsboxer hat insgesamt 5 Herzen auf sich.
ein Herz auf der Brust, zwei auf seinen Handschuhen und zwei auf seiner Maske, genau bei den Augen. Der El Tigro-Skin hat zweimal das Zeichen von Yin und Yang auf sich. Yin und Yang steht dafür, dass es immer zwei entgegengesetzte Kräfte gibt, die miteinander im Einklang stehen. Das steht auch so ein bisschen dafür, dass viele Dinge ohne andere Dinge gar nicht funktionieren würden. Der Furious Fang-Skin hat als Halskette einfach mal eine goldene Katze. Die Augen von Orochi Edgar sind gelb. Und ich denke auch mal, in diesem Video, wo ich den Glitch vorgestellt habe, dass der normale Edgar gelbe Augen hatte, dass das Ganze ein Glitch war. Und inzwischen wurde es ja eh auch gefixt. Und eine weitere Sache, die auch quasi mit Starpack zu tun hat, ist Edgar. Wir wählen jetzt Edgar mal neu aus. Ihr seht, seine Augen sind aktuell weiß, aber nach einer gewissen Zeit werden sie gelb. WTF. Sowohl Griff als auch der Schlittenfahrer Griffskin, die haben beide als Augen einfach mal zwei Einsen als Pupillen. Und auf der Rückseite von dem Schlittenfahrer Griffskin sieht man einfach einen goldenen Reißverschluss. Heißt, auch hier kann man wieder erkennen, das Ganze ist nur ein Kostüm. Wisst ihr, wer noch ein Kostüm hat? Nein? Könnt ihr euch noch an dieses Video erinnern? Mr. P ist a secret agent tasked by the boss robot to infiltrate and undermine the brawler community. Aber wer ist unter diesem Kostüm? Schreibt's gerne mal in die Kommentare, was ihr vermutet. Und zu guter Letzt sind wir bei der 40. Sache. Auf Ashs Visier sind zwei Kreise auf der Vorderseite. Und wenn man hier genau hinguckt, dann kann man auch irgendwas auf der Rückseite erkennen. Aber es ist so klein und auch aus anderen Winkeln kann man das nicht so gut erkennen. Vielleicht habt ihr eine Idee, was da drauf steht. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Hallo, hier ist wieder euer allseits geliebter Cutter Ali. Meiner Meinung nach steht auf der anderen Seite einfach Push oder Trash. Mit einem Pfeil nach vorne, da ich ein Mülleimer ist. Schreibt mal eure Idee in die Kommentare. Also Freunde, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen fetten Daumen nach oben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare Sachen, die euch am Brawler-Skins aufgefallen sind. Checkt meine zwei anderen Kanäle aus. Kevin spielt, auf dem kommt jeden Tag ein weiteres Gaming-Video online. Und Kevin Light, auf dem kommt jeden Tag ein Reaktionsvideo online. Wir sehen uns im nächsten Brawl Stars-Video. Bis dann, haut rein und ciao, ciao. Never ever show it.